So, und herzlich zu einem neuen Video. Heute machen wir Keto-Knödel. Das habe ich noch nie gemacht. Und ich probiere es einfach. Keine Ahnung, ob ich das hinkriege. Wir werden sehen. Wir brauchen tatsächlich gar nicht viel. Ihr braucht nur Blumenkohl, Frischkäse, geriebenen Käse, ich habe jetzt Emmentaler genommen, und Kurkuma. Das hier, das hat einer in meinem Video gesagt, in meinem Einkaufsvideo, das ist Ingwer. Nein, das ist kein Ingwer, das ist Kurkuma. Ingwer ist ein bisschen größer. Den kannst du gleich kaufen. Das hier ist Kurkuma. Das sieht zwar aus wie Ingwer, aber der Ingwer ist, glaube ich, innen weiß, der ist orange, das ist Kurkuma. Sieht aus wie Ingwer, aber da stand wirklich Kurkuma. So. Wir müssen gar nicht viel machen. Wir müssen den Blumenkohl nur. Und so Hände waschen, habe ich gerade mal so bemerkt. So. Wir müssen den Blumenkohl nur in Röschen zerteilen. Und nicht mal kochen. Also. Wenn er gefroren wird, müsste ich ihn kochen, aber so kann ich ihn einfach zerteilen. Ja, ich habe einen Schraubenzieher, Leute, das kann ich ja nicht tun, weil, also ich habe hier so eine Leiste in der Küche und da wurde die war mit Schrauben festgemacht. Und die Schrauben sind locker geworden, habe ich einfach mal dann wie ich neue Fenster bekommen habe, hat dann der Typ gesagt, okay, die Leiste, die machen wir auch dran. Und weil er mit Schrauben scheiße ist, hat er einfach Bauschaum drunter, die Latte drauf, beschwert und dann war das okay. Also kann ich den Schraubenzieher eigentlich wieder wegtun. Also ich benutze ihn oft, wenn ich irgendwas aufsteche, wie das hier oder wenn ich eine Dose, wenn ich ein Glas anmache mit Gewürzgurken oder so, dann müsst ihr einfach mit dem Schraubenzieher hier unten rein, immer so reingehen, so rundum gehen, bis ihr einen Plopp macht. Wenn es einen Plopp macht, dann könnt ihr die Dose ganz leicht aufmachen, wenn ihr es so nicht aufbekommt, ja? Ich habe schon einen Blumenkohl gemacht, ich glaube, ich habe es damals falsch gemacht. Ich muss es ja nicht so klein schneiden, weil ich muss es so noch mixen. Steht da in der Beschreibung. Also, soll ich schon so klein machen, dass es richtig passt. Nicht, ob das so okay ist. Ich mache ein bisschen kleiner, damit der Mixer nicht so schwer zu schaffen hat. Wie gesagt, der Mixer kam gestern an, habe ich mir bestellt. Weil ich hatte noch keinen Mixer, also konnte ich das nicht früher machen. Ja. Heute ist ja Sonntag, wir haben es gerade, uhrzeitmäßig ist es 18.07 Uhr gerade. Punkt genau, Punkt Uhr. Und der Mixer ist ziemlich laut. Ich habe ihn schon mal laufen lassen, einfach so. Aber ich benutzt habe ich ihn noch nicht. Ich weiß nicht, wie man das macht, richtig. Einfach dumm. So. Ich schneide das einfach ein bisschen so auseinander. Ist ja scheißegal, wie aus, der wird sowieso zerkleinert. Und dann kriegen wir das schon hin. Wenn ich ihn so essen möchte oder würde, würde ich ihn nicht so misshandeln. Aber so mache ich das. Für die neuen Zuschauer unter euch habe ich mal eine kleine Info. Wenn ihr oder eure Eltern, das ist egal wer, wenn ihr auf Amazon einkauft oder ihr kennt jemanden, der auf Amazon viel einkauft und ihn unterstützen möchte, ist das voll, könnt ihr das voll Amazon machen. Ich bin im Amazon Partnernet angemeldet. Das heißt, wenn ihr einkauft auf Amazon, könnt ihr mir 10% Provision geben. Das heißt, unten in meiner Videobeschreibung stehen zwei Links. Das sind das ist einmal mein
mein Kopfhörer und mein Headset. Mein Mikrofon und mein Headset. Ihr müsst die Dinger nicht kaufen. Ihr geht einfach in diesen Link auf Amazon drauf, kauft das ganz normal dann ein. Könnt ihr rum auf Suchen gehen oder Produkte suchen. Kauft das ein und dann bekommt ihr von dem gesamten Einkauf, was ihr da kauft, 10% Provision. Das kostet euch nicht mehr. Das kostet euch genauso viel, wie wenn ihr normal auf Amazon gehen würdet. Aber ich bekomme 10% Provision für euch, nur weil ihr mit meinem Link da halt reingegangen seid auf Amazon. Also wenn ihr Papa und Mama habt, die halt größte viel Amazon kaufen oder ihr selber schon älter seid und Amazon einkauft, schützen wollt, denkt doch dran, geht kurz auf eines seiner Videos, egal welches, und gebt den Amazon-Link und gebt den Link auf Amazon. Dazu helft ihr mir. Ich muss im Monat einen gewissen Umsatz erreichen auf Amazon, diese Provision bekommen, damit Amazon auszahlt. Ich habe es jetzt erst einmal das erreicht. Ich muss mindestens 25 Euro einnehmen, damit Amazon auszahlt. So. Ich zeige jetzt mein Mixer. Das ist der hier. Der ist ganz neu, also ich habe ihn jetzt einmal angeschaltet, aber nutzt noch nicht. Dann deinen Mixer gehen, den Blumenkohl kräftig mixen. Geh zum Blumenkohl in den Frischkäse und mixe erneut. Den Frischkäse muss ich zugeben. Blumenkohl in eine Schüssel, Blumenkohl, Kurkuma, Mehl, Salz und Pfeffer, Knoblauchpulver habe ich nicht. Muss man nicht. Genau, ich muss jetzt den Blumenkohl zerkleinern. Dann muss der Blumenkohl in eine Schüssel mit dem Frischkäse. Das muss ich dann vermengen. Dann kommt noch Mehl, Salz und Pfeffer dazu. Und ja. Soll ich das zweimal machen oder mache ich also einmal? Ich glaube. Oh Leute, ich glaube, das könnte gerade so reichen. Ich glaube nicht, dass die oben Sachen dann da runterfallen. Ja, das sehen wir gleich. Das sehen wir gleich. Oh, das ist die nächste. So, jetzt wird es laut. Wenn es nicht geht, dann habe ich ein Problem. Ich hoffe, dass alles zerkleinert wird, aber es müsste eigentlich gehen. Ist ja ein Mixer. Das habe ich mir gedacht. Nehmen wir mal 3. Das habe ich mir gedacht, dass es nicht funktioniert. Da habe ich natürlich jetzt. Das habe ich mir auch gedacht. Das ist doch scheiße. Wie soll man Blumenkohl auch zerkleinern? Das ist doch beschissen. Gut, und dann machen wir das so, wie es sich gehört. Mache ich es halt in mehreren Stufen, also immer so ein bisschen was. Weil komplett geht es halt nicht. Aber unser Kleid ist doch scheiße. Aber ich könnte auch ganz klein schneiden eigentlich, aber. Leute, das geht nicht. Ich werde ihn einmal ganz klein schneiden. Das ist doch scheiße. Das ist einfach nur scheiße. Aber es geht aber hier. Ich darf nur so viel nehmen, dass da der Boden bedeckt ist. Aber das ist doch kacke. Das ist doch voll scheiße einfach nur. Der Mixer ist mächtig laut. Er ist wirklich laut. Das ist heftig. Yeah.
sieht besser aus. Jetzt müssen wir gleich in die Schüssel. Ja, wie soll ich den Kuchen formen, wenn ich da keine, wenn der nicht schon klein ist? Kann ich auch verstehen. Ich muss ja nachher ja was das formen. Aber das dauert aber lang, bis ich das habe. Leute, ich werde jetzt den ganzen Blumenkohl mixen. Und wenn ich das habe, dann sehen wir es gleich wieder. Weil das ist erstens ist für euch zu laut. Und zweitens dauert das viel zu lang. Ich mache es fertig und dann sehen wir uns gleich wieder. Leute, wir haben ein Problem. Der Mixer geht nicht mehr. Der ist dreimal angesprungen, jetzt geht gar nichts mehr. Ich werde ihn zurückschicken müssen. Was bleibt mir anders übrig? Das heißt, ich muss den Zucker einschneiden, wie es geht. Weil, Leute, anders, der Mixer nicht mehr geht, dann kann ich nichts machen. Ich mache das so klein, wie es überhaupt geht, wie ich schneiden kann. Und dann muss ich halt so probieren. Was soll ich? Das ist doch scheiße. Warum geht der einfach nicht mehr? Das ist ein Mixer von einem Händler. Ich werde einfach mit Rückgaberecht einfordern und den einfach zurückschicken. Und mein Geld zurückverlangen. Schaut das dann nachher auf eBay an, sage, der Mixer ist nach drei Einschalten ausgegangen und geht nicht mehr an. Das kann nicht sein. Ich weiß, ein Mixer braucht eine Ruhezeit. Aber es kann ja wohl nicht sein, dass der einfach ausgeht nach dreimal einschalten. Kurz. Das ist einfach ein Witz. Ich habe nie Mixer gehabt oder gekauft, weil ich aber keinen brauchte. Und dann muss ich halt mir ein bisschen erfinderisch sein. Ja. Ein bisschen enttäuscht ist von dem Mixer. Ich mache den einfach sauber und dann werde ich ihn einpacken. Packung habe ich ja noch und dann werde ich ihn einfach zurückschicken. Also ich werde ihn erst anschreiben, wenn er mir keine Antwort gibt, dann werde ich da anrufen. Das ist normal. Ich habe mir 40 Euro Rückgaberecht. Hast du bei jedem Gerät? Also bei Handy ist es so, wenn du da diese Siegel da abmachst, hast du keine Garantie, der erlischt oder so irgendwas. Ich habe darauf Garantie und auch Rückgaberecht. Und ich will es einmal. Ne, geht nicht mehr. Wenn der so 2-3 Jahre alt wäre, okay. Aber doch nicht ganz neu. Ja, was für ein scheiß Kochvideo. Leute, ich habe gestern Abend ich bin jetzt momentan am Discord angemeldet. Und zwar habe ich gestern mit ein paar Leuten Among Us gespielt. Among Us müsste man kennen, ist momentan sehr gehypt. Und weil ja mein Flaps erkennt dieses Spiel nicht. Und dann habe ich mal
mit Bandicam aufgenommen. Hatte auch mit Mikro und Sprache und alles. Nur ich habe das bei Bandicam, ich habe zwar eingestellt, dass Bandicam Stimme aufnimmt, habe aber nicht übernehmen geklickt auf Bandicam. Und dann habe ich halt gespielt, ganz viel aufgenommen. Habe aber dann gemerkt, wie ich es mir nochmal angeguckt habe, Bandicam hat die Stimme nicht mit aufgenommen. Dann habe ich alles gelöscht. Jetzt habe ich das so eingestellt auf Bandicam, dass er die Stimme mit aufnimmt. Von meinem Mikro. Ja. Also ihr könnt die nächsten Male werdet ihr auf meinem Let's Play Kanal natürlich hier ein paar Folgen Among Us sehen. Ja. Darauf könnt ihr euch freuen. Falls ihr das Spiel mögt. Das ist aber teuer. Kostet im Steam Store 3,99 €. Ja. Kann man sich gönnen? Also ich würde es tun. Ich habe es damals bei PeteSmeet gesehen, habe mir gedacht, okay, das ist geil, das spiele ich auch. Und genau so meine ich. Ich habe es nicht bereut, ich habe die 93 Geld bezahlt. So müsste eigentlich gut sein, so lasse ich jetzt auch. Das sieht mich jetzt auf, der Mixer kaputt, das ist doch scheiße. Warum geht der einfach kaputt, der scheiß Mixer? Was soll denn das? So. Jetzt kommt alles in die Schüssel. Stelle lasse ich jetzt auch weg, Leute. Nur die reinen Röste, nein, Blumenkohl. Das müsste dann funktionieren. Ich hoffe, das funktioniert ab. Ich hoffe, das geht auch so. So, der kommt jetzt kurz mal weg. Oder kommt weg, brauchen wir nicht mehr. So. Dann dazu, jetzt Blumenkohl den Fischkäse mixe erneut. Interessant, also neu mixen. Gut. Wie viel? 50 Gramm Frischkäse. Hier sind drin 300 Gramm. Und wir haben also eine geile Küchenwaage. Auf die Waage, machen die an. Die Schüssel hat 79 Gramm plus 50 sind dann 150 plus 60 sind 119. 119 habe ich genau 50 Gramm vom Frischkäse. Ich weiß nicht, wo du sie alle Frischkäse benutzen soll. Weil ich ja, ich darf über meine Diät verbotenes Zeug essen. Mal gucken, wozu ich das benutze. Achtzehn. Ist egal. 120 geht auch. Vielleicht. Ich könnte mir eigentlich irgendwas kaufen, wie Cracker oder Nüsse oder so. Und das als Dip benutzen. Das habe ich ja schon mal gemacht. Hatte ich noch Fischkäse so zum. So halt, so Ding. Und dann haben wir das einfach so benutzt. Und hier rein. Noch 70 Gramm, wie viel Käse?
Die ganze Packung, scheiß drauf, steht nichts dabei. So, die kann weg. Hallo, bleib an. Wie geht ja von alleine aus, die Waage hier. Da steht zwar, da ist ein Tipp, da ist noch ein Taschen. Also, normalerweise gehört da noch ein Tipp dazu. Weil aus Tomaten und Creme Fraiche. Aber ich esse zu Schweineschnitzel, das wieder anbraten werde. Und deswegen brauche ich keinen Tipp. So, das und das müssen, das muss, sollen wir mixen. Ja, schön. Ein bisschen vermischen. Was mache ich? Das geht nicht anders. Dann kommt noch der Käse dazu und ein halber Teslöffel, ein Teelöffel Kurkuma. Ja. Das ist ein Teelöffel Kurkuma. Ich glaube, ich hätte das Gewürzkurkuma nie, das habe ich nicht gefunden. Wie mache ich das denn jetzt? Das heißt, wir lassen Kurkuma einfach weg. Kurkuma ist nicht relevant, glaube ich. Ja, ich habe das falsch gehabt. Ich habe mir nur Kurkuma aufgeschrieben, aber eigentlich habe ich nur nicht Teelöffel Kurkuma. Ja, gut, dann friere ich den ein, hoffe, das kann man, aber auch sehr teuer. Der Kurkuma war sehr teuer, der hat schon einiges gekostet. Wie soll ich daran das was formen? Das geht doch gerade. Doch, das geht. Das merke ich jetzt schon. So. Dann mixen, dann das Schnitzel kommt und ein halber Teelöffel Kurkuma, ein halber Teelöffel Gurkame, Salz und Pfeffer, Blutwurfel und Muskat, was du möchtest. Mehl lasse ich weg, ja, alles weg. Alles miteinander vermengen. Gib nun auch den gierenden Käse dazu und knete den Teig in einer Gabel durch, damit sich alles gut verteilt. Blicke am Backen. Okay, also ich muss jetzt den Käse dazu und dann ein Backblech. Mit Backpapier und dann, ich nehme jetzt halt, da steht so eine Gabel, aber ich nehme jetzt halt einen Löffel. Ist ja egal. Leute, ich hatte Freitag den Termin um 10.30 Uhr beim Friseur. Meine Haare sind echt schlimm. Und was mache ich? Ich hatte am Donnerstagabend dann eine WhatsApp-Konferenz. Mit ein paar Freunden, das war so lustig. Da war ich bis 1 Uhr wach. Dann habe ich verschlafen. Ich bin um 10 Uhr 59 aufgewacht. Ja, da war der First für mich gelaufen. Ich rufe jetzt da am Dienstag nochmal an. Und dann mache ich nochmal einen Termin aus. Und dann gehe ich auch da um die Zeit dann auch ins Bett, wirklich. Wenn ich einen Termin habe. Ist ja nicht ganz so schlimm. Es wäre schlimmer gewesen, wenn es irgendwie ein Termin gewesen wäre beim Amt oder so. Oder irgendwas, wo ich hin muss. Weil am Donnerstag um 10.30 Uhr hatte ich um 12.30 Uhr hatte ich in Bad Homburg einen Termin. Maßnahme. Ja. Da war ich auch dort. Ich mache das jetzt mal. Das waren die Hände, Leute. Leute, ob das so wird, weiß ich jetzt selber noch nicht. Das sind ja keine Krönen, Leute. Das sind ja keine normalen Krönen. Für normale Krönen würde ich entweder die fertigen Knödel nehmen, so ein Funny. Gibt es da Krönen, die sind so
kochen kannst in so einem Beutel, so einem Plastikbeutel, so einem Beutel halt. Oder ich würde mir dieses Knödel, diesen Knödelteig da kaufen, dieses Päckchen. Meine Oma zum Beispiel, meine Oma, die macht den Knödel ganz alleine. Die macht selber den Knödelteig, die macht alles selber. Die nimmt auch, die macht auch selber Knödel selber und so. Die ist noch richtig da dabei. Die kennt das halt nur so. Die hat das, die weiß, dass es das gibt, dieses Zeug. Aber sie ist das gewohnt, dass sie halt es so macht, wie sie es früher gemacht hat. Salz und Pfeffer, ja, kommt ein bisschen was. Bisschen Salz, bisschen Pfeffer, einfach so. So. Ich habe damals natürlich aus Versehen, also ich hatte nur Pfeffer gebraucht und habe dann da Körnerpfeffer gehabt, also Pfefferkörner. Ein normaler Pfeffer gab es nicht mehr, der war leer. Und jetzt habe ich die Körnerpfeffer und muss damit und habe da so eine, ich habe so eine handgetriebene Pfeffermahl-Dingsbums, eine Mühle, aber die mag ich nicht so. Deswegen mache ich den jetzt hier leer, den Kölner Pfeffer, der ist etwas leer. Und den neuen Pfeffer habe ich auch schon. So, muss man die Jacke ausgezogen. So, jetzt ein Backblech mit Backpapier. Das ist nicht dreckig, das ist blitzblank sauber. Da ist einfach eingeräumter Dreck. Weil die Backbleche waren schon dabei, wie ich hier eingezogen bin. Ich habe jetzt kein Backpapier mehr. Ich habe kein Backpapier mehr! Doch das hier habe ich, ist aber dreckig. Scheiße, Mann. Ich hoffe, es ist leer. Ich hab hier noch eins auf dem Würstchen. Scheiße, Mann, wie mache ich das jetzt? Ja, ich muss mal so machen, ich kann es nicht ändern. Mein Backpapier ist leer. Ich hab noch Backpapier. Ja, okay, ich kann es nicht ändern. Hier waren die Würstchen drauf. Es ist jetzt die Rückseite, aber. Scheiße, ich dachte, ich hab noch Backpapier. Schutzschutzfolie, Alufolie, gelbe Säcke, Müll, Glühwein, Zucker. Scheiße, ich hab. Kacke. Das habe ich jetzt nicht gesehen. Ja, okay. Ich gehe aber auch so einkaufen. Morgen Montag. Ich muss 2 Pakete wegbringen. Was verkaufst du auf eBay? Und am Rückweg gehe ich dann kurz in Edeka rein. Warum Edeka? Einfach so, Edeka hat. Der hat so. Es gibt diese. Kennt halt die meisten, der Edeka hat solche Boxen, wo so Tempos drin sind, ja. Und diese Tempos benutze ich am Tisch, die habe ich am Tisch stehen, die nutze ich meistens als Serviette oder so. So, wenn ich was esse am Tisch. Und dann kaufe ich mir eine Box, der hat nur der Edeka, diese Boxen. Diese Tempo-Boxen. Wenn ich am Morgen zu Edeka gehe, werde ich da Tempo-Boxen kaufen. Das Backpapier. Dill, brauche ich nochmal Dill für meine Lachssoße. Dill ist fast leer. Weil der Edeka so ein großes Gemüseregal, wo alles drin ist. Dill, ich werde da Dill kaufen. Küchentücher, die Tempoboxen und Backpapier. So, jetzt probieren wir mal, wie das funktioniert. Ich muss da Tischtennis große Dinger formen. Ja, das geht natürlich. Überhaupt nicht. Leute, das funktioniert nicht. Außer ich gebe mir Frischkäse dazu und dann klebt es besser. Das mache ich auch heute. Ich gebe jetzt noch ein bisschen mehr Frischkäse dazu. Dann vermische ich das nochmal.
damit es besser hält. Ich glaube auch fast, dass im Mixer das so vermischt wird, dass es hält. Also gebe ich jetzt ein bisschen Frischkäse noch dazu, damit es besser klebt. Weil Knödel sind ja in der Folge sind ja eigentlich fest. Wir gehen jetzt nur noch Rezept. Ja. Das tut mir leid, ich kann nicht so viel mit dem Mixer einfach den Geist aufgibt. Ich werde auch keinen mehr kaufen. Ich werde den Keto-Knödel jetzt so wie ich sie mache funktionieren. Dann werde ich es auch jedes Mal so machen. Ganz einfach. Den Mixer habe ich nur wegen diesen Keto-Knödel jetzt gekauft, weil ich dieser mixen muss, steht da im Rezept. Egal, wir mischen das jetzt einfach nochmal mit dem Frischkäse. Muss ja eine Masse ergeben, damit ich schön formen kann. Weil ich werde da wirklich ehrlich sagen, wenn es mir nicht schmeckt, werde ich wahrscheinlich wegschmeißen, aber wir müssen schon gucken, dass es auch eine Masse ergibt. So fühlt sich gut an. Ja, so, und es fühlt sich fast so an wie von meinem Kartoffelauflauf, diese Panade drüber. Kartoffelauflauf darf ich ja auch nicht mehr essen, wegen meiner Diät, also. Aber ich finde es gut, weil ich habe 10 Kilo abgenommen. Schon. In 4 Wochen 10 Kilo. Aber du musst sehr konsequent sein. Du musst in der Diät musst du sehr konsequent sein. Du musst auf alles verzichten. Auf vieles. Du musst auf vieles verzichten, aber nicht alles. Den nächsten Tag irgendwann, wenn ich mal Lust und Bock drauf habe, werde ich ein Video machen über diese Diät, mal ein bisschen drüber sprechen. Ja? Damit du ein bisschen Bescheid wisst. Ich meine, das ist nur eine Empfehlung. Das ist keine. Ich würde da nicht überreden dazu, aber ich würde es nur empfehlen. Ja, jetzt geht das. Jetzt fühlt sich gut an. Jetzt kann ich hier auch was formen. Ich meine, das war der Blumenkohl. Das war nicht 350 Gramm Blumenkohl. Das waren vielleicht 500 Gramm oder so. Das habe ich ein bisschen mehr Frischkäse genommen. Ich mache jetzt einfach so kleine runde Bällchen. Oder halt halbwegs rund. Ich meine, es muss ja nicht geil aussehen, es muss ja nur schmecken. In meinem Fall jetzt. Das wird was und das schmeckt auch. Auf den Selbststück Tischtennis große Bälle. Aber mit Augen voll Händen vorst. Hätte meine Hände anfeuchten sollen. Das mache ich jetzt auch noch kurz. Das sind da Tischtennis große Bälle, Leute. Aber. Auf den Abwaschen die ganze Scheiße. Nicht angefeuchtet. Es ist nur ein bisschen so klebt und das hilft auch wirklich. Das habe ich jetzt
Also das Zelt habe ich nicht mehr beachtet, einfach weil ich dumm bin. Ich bin natürlich Dulli heute. Können wir den noch mal nehmen hier? Nehmen wir es einfach nochmal. Genau. Der Mist hier. Was mache ich jetzt mit dem Rest? Das ist der Müll. Ei, 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 ei. Also normalerweise benutze ich ja nie Backbleche. Ich mache meine Sachen immer mit einem Ofen gemacht. Nur meine Freundin, also Jackie in dem Fall, hat sich damals, schon länger her, hat sich mein Hähnchenschenkel gemacht. Auf dem Backblech, aber sonst habe ich nie Backblech benutzt. Ich wollte eigentlich weiter ein Plätzchen backen, aber durch die Diät darf ich das ja alles nicht. So. Da steht da in den Ofen, wie lange? 180 Grad, 15 bis 20 Minuten. Okay, ich werde das beobachten. So, 180 Grad. Ich habe es nicht vorgeheizt. Ja, so eine halbe Stunde werden wir ungefähr so brauchen. Ja. Derzeit werde ich jetzt die Schweineschnitzel braten. Rausbraten. Ja, ich habe vorhin nachgestellt, damit sie halt schon auftauen. Ich habe die hier genommen. Schweineschnitzel. Und normal aus dem Kühlregal haben 3 Gramm Fett und 0 Kohle, dann 0 Zucker. Also 3 Gramm ist nicht viel Fett, aber ich habe jetzt einfach Schweineschnitzel genommen, weil die besser zu Knödel passen. Und wenn ich jetzt dann gleich rausbraten und eine Soße noch dazu machen. Ja, also ich mache jetzt die hier dazu. Soße zu Schweinebraten. Ist jetzt nicht Keto, hat auch ziemlich viel. Hier steht es gerade nicht drauf. Das stand auf der Verpackung drauf, die ich abgerissen habe. Die müssen ich jetzt zunehmen. Also ich habe keine Keto-Soße, aber ich habe mal eine Keto-Soße gefunden im Internet. Aber ohne Spaß, Leute, die ist sowas von kompliziert. Die ist viel zu kompliziert. Dann nehme ich halt, ich darf ja, ein bisschen Kunde darf ich ja essen. Es soll mit überall nehmen. Ich bin sehr gut damit gefahren, dass ich jeden Tag 20 Gramm Kunde zu mir nehme. Und diese Soße hat, glaube ich, so 6 oder 7 Kohlenhydrate. Ich weiß es nicht. Ja gut, ich werde es dann umbauen. Werde dann durch so einen Schnitzel rauskochen. Ist ja dasselbe wie der Schnitzel-Ding. Nur halt ohne Panade, aber ich werde euch da auch mit aufnehmen. Ich baue kurz um und sehen wir uns wieder. Bis gleich. So, willkommen zurück. Also, das Fett ist jetzt hier drin. Das muss ich erstmal drauf. Die haben es auf 2 aufgedreht. Ja. Hier müssen wir die Soße abmachen. Das gucke ich jetzt gleich mal. 250 ml kaltes Wasser. Also, 250 ml heißes oder kaltes Wasser einrühren und dann 2 Minuten köcheln lassen.
komisch. Das andere Backding, da, das war vom, also das was hier ist, ist vom Rewe. Das ist vom Lidl, das andere war vom Penny. Da stand aber drauf, man soll das in lauwarmes Wasser einrühren und dann kochen. Okay. Machen alle? Ich weiß nicht. Ja, ich mache alle, man kann das einfach so essen. Ob halt. Egal, ob Panini oder nicht. Hoffe ich mal. Ich meine, ich könnte es jetzt in der Schnitzel damit nicht machen, weil paniert ist es dann natürlich jetzt nicht mehr so gut. Das ist kein Keto mehr. Ich meine, ich hätte alles da. Ich habe Eier da, ich habe Mehl da, ich habe sogar Semmelbrösel da. Aber Semmelbrösel haben 70 Gramm Kohlenhydrate. Das ist zu viel. Also 70 Gramm Kohlenhydrate auf 100 Gramm, glaube ich, oder ist das bezogen? Auf 100 Gramm, ja. Und eine Packung hat 400 Gramm. Eine Packung Semmelbrösel habe ich sogar noch. Die hat 400 Gramm, so eine Packung. Und für den Schnitzel brauche ich mindestens über die Hälfte. Und dann habe ich schon mal 26 Gramm, dann bin ich schon drüber. Also geht das nicht. Ich habe eine ganz neue Packung noch sogar. Mehl habe ich noch. Ich habe noch ein paar Sachen da, die ich nie benutzen darf. Oder nicht mehr benutzen werde. Also wie lange ist der Gesendet so haltbar? Ist noch zu. Haltbar bis. Bis Juli nächsten Jahres. Oder ja, 2020 jetzt, oder? Ja. Also bis Juli nächsten Jahres, bis dahin kann ich es noch aufheben. Vielleicht tue ich es bis dahin. Ich kann mir eigentlich mal Schnitzel machen. Weil ich darf ja schon die konsequent betreiben. Aber man sollte, man kann auch mal einen Kuchen essen und so. Aber man sollte halt nicht es übertreiben da mit den Genussmitteln. Sprich, Süßigkeiten zu zeugen. Man kann schon mal eine Schokolade essen, ein Stück oder so, aber wenn du dann wieder die ganze Scheiße in die Kleine stopfst, dann fällt der Körper wieder aus der Ketose raus. Und dann ist Scheiße. Die Ketose ist halt eine Diät, wo du nicht hungern musst. Es gibt ja viele Diäten, wo du halt hungern musst und so. Das brauchst du in der Keto. Die Keto ist nicht so. Der ist echt hinüber. Eine Scheiße. So, Wasser ist hier drin. Da muss ich noch mit Schneemäßen verrühren. Erst machen wir die Schnitzel. Mein Schnitzel wäre mir schon lieber, ehrlich gesagt. Aber, wie gesagt, es geht nicht um den Schnitzel, es geht um die Knödel. Um die geht's jetzt. Nichts verändert bis jetzt. Mein Ofen wird erst am warm werden. Ich meine, ich habe das gesagt, ich finde Ofen verheizen blödsinnig. Ich finde das Schwachsinn. Welcher Mensch heizt den Ofen vor? Du brauchst Energie im Ofen, die dir nichts bringt. Klar, wenn du das reinstellst, das ist sofort warm, fängt sofort an. Aber du verfeuerst Energie für nichts. Aber Ofen verheizen finde ich Schwachsinn. Ich mach das nie. Hätte ich sie klopfen können. Ich mach die zu und scheiß drauf. Ja, ich müsste klopfen, aber ich verliere es ja nicht, also muss ich auch nicht klopfen. Kann ich ja auch so anbraten oder ausbraten. Warum? So. Ich habe jetzt noch drin. Eins. Zwei. Also zwei habe ich noch hier drin. Ich
komme jetzt auf den Teller und dann habe ich die auf den Teller und dann kann ich das Ding in den gelben Sack tun und dann den gelben Sack fortschmeißen. Einmal grundstellen schon mal. Jetzt habe ich die fliegende, weil diesen Packets ist immer so ein kleines Ding drin. So als er wird, also von diesem Päckchen vom Fleisch, damit das Blut so ein bisschen aufgefangen oder so. Fleischsaft. Und sie vollgesogen. Wenn es in der Küche ist, dann gehen die Fliegen dran. Ich versuche halt immer, wenn ich Fleisch oder was mache, dass ich einen Sack voll habe, damit ich das wegschmeiße. Ich meine, es ist nicht ganz voll, aber ich meine, so ist es gut. Ich muss ihn ja ganz runtertragen vom zweiten Stock. Das soll nicht so schwer sein. So, jetzt haben wir einen Klaus getan auf dem Balkon. Dann nehme ich einen neuen. Ja, aber Sekt muss ich auch neu holen. Da muss ich bis zur Gemeinde. Weil die geht nicht raus. Geh ich das weg. Montag gehe ich erstmal zur Gemeinde, wo mir die gelben Säcke. Muss ich gucken, die muss ich aufmachen, ob die eine Vorhinten aufhaben. Dann gehe ich zum Hermes, gehe die Pakete ab. Wenn möglich, gehe ich in den Edeka. Nee, ich gehe erst zum Hermes, dann Edeka und dann am letzten zur Gemeinde. Ich glaube, gelbe Säcke kann ich gar nicht kaufen. Kriegt euch nur die Gemeinde das. Wie ist das bei euch, Leute? Kriegt ihr die gelben Säcke, müsst ihr die holen oder kriegt ihr auf die Haustür gehen? Also, wo meine Oma wohnt, in dem Ort, da werden die gelben Säcke vor die Haustür gelegt. Also die Rollen. Die werden da von der Gemeinde verteilt. Aber hier nicht. Gut, da meine Oma wohnt, die sind sich vergleicht. Die wohnt in einem kleinen Dörfchen. Und Usingen ist eine Stadt. Ja, also. Schon Unterschied. Da wo ich gewohnt habe, wo ich aufgewachsen bin, in dem Dorf, in Bayern, da wurden auch die gelben Säcke auf die Türschwelle gelegt. Und zwar vielleicht zwei, drei Rollen oder so. Hier weg jetzt mal. So, die schmeiß ich jetzt weg. Weil da viel drin ist, ein bisschen was. An den Blumenkohl muss ich ein Video tun. Ich mache mir so, ich habe mal in den Haus erwischt, wie ich mein Biomüll in einem Plastiksack in den Bio geworfen habe. Also das kannst du nicht machen, du musst das, am besten wirklich das Zeitung, wenn du siehst, der Zeitung, gibt eine große Zeitung hier, in die Donnerstag und dann musst du das gleich einwickeln und dann wegschmeißen. Du kannst nicht einfach das einmal in den Plastiksack wegschmeißen. Also mache ich es auch. Ich mache das Zeitungspapier rein und dann die Restmüll in den Restmüllsack, also in den Plastiksack. Und den Plastiksack leere ich dann aus in der Biomülltonne und den nehme ich dann wieder her oder ich schmeiße ihn in den Restmüll, in den Plastiksack. Ich sehe gerade, ich müsste auf meinen Restmüll ausleeren. Sehe ich gerade. Ich muss Biomüll auf jeden Fall ausleeren, mein Restmüll auch. Und mein Papier auch. Aber Papier behalte ich erstmal. Wo ist denn mein. Wo ist denn meine Gabel?
Ja, ich habe auch auf jeden Fall noch ein bisschen. Die Soße machen wir dann zuletzt, Leute, auf jeden Fall. Sieht hier gut aus, wenn man die Uhr guckt. Okay. Aber das schmeckt, weiß ich nicht. Das, also das Fleisch will ich auf jeden Fall essen. Weil es einfach geil ist. Aber ob die Käseknödel schmecken oder ob die was werden, kann ich nicht sagen, Leute. Es ist eigentlich nur Blumenkohl. Es ist Blumenkohl. Fischkäse, Grieberkäse und Salz und Pfeffer. Man kann noch dazu tun, wenn man mag, Mehl, Butterpulver, Muskatnuss, kann man machen, wenn man will. Wenn man Chili noch dazu tun könnte. Ist ja mir zu schade, da habe ich keinen Lust drauf. Da auf dem Pfand hier gar nicht klar. Einfach die Gabel. Also ich muss sagen, ich von meinen Thrombosestrümpfen, die ich habe, komme ich eigentlich sehr gut zurecht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Das einzige Problem ist, was ich habe, die trocknen sehr schlecht. Ich muss ja jeden Abend waschen. Da gibt es vom extra so ein Waschmittel dafür. Also entweder in der Waschmaschine 30 Grad oder mit der Hand in der Schüssel. Wegen zwei Strümpfen soll ich die Waschmaschine anschmeißen und 2 Euro zahlen. Also, ich habe halt in der, bei uns, ich habe selber keine Waschmaschine, bei uns gibt es im Keller eine Gemeinschaftswaschmaschine, da schmeißt du 2 Euro rein, kannst du waschen. Und ich sehe nicht ein, zwischen diesen zwei kleinen Stocken 2 Euro zu bezahlen, ich sehe nicht ein, da mache ich lieber in der Schüssel. Darf ich, geht auch wunderbar. Geht genauso gut, ja. Hat der Becky ein Video hochgeladen? Wie kann denn die Becky, die lernt jetzt viele Videos hoch? Wir machen das immer so 1-2 Minuten gedauert, bis sie was hochlädt. Weil er viel recherchieren muss. Hat die vorgearbeitet oder was? Aber mit Freude. Becky K. ist eine YouTuberin, die behandelt Kriminalfälle. Ungelöste und gelöste. Hat eine sehr angenehme Stimme und da kann man gut zuhören. Ist ein bisschen gruselig, auch ab und zu. Aber ich finde die gut. Gucke ich gerne. Ich weiß nicht, ob ich jetzt noch so viel zeigen soll. Ich meine, vielleicht langweilig, wenn da nur so ein Fall ist, wo das putzt. Erzählen kann ich nichts mehr. Weil momentan nichts einfällt, was ich erzählen könnte. Ja. Ich würde aber sagen, wir. Jawohl. Wir können ja eigentlich theoretisch beenden. Und dann. Ja. Ach ja, in meinem Kran, ich habe so einen Lego-Kran, so einen gelben. Den habe ich jetzt angefangen. Und die Videos sind ja schon am Laptop. Ich muss sie nur zusammenfügen und dann hochladen. Ich wollte eigentlich fertig bauen oder zusammen hochladen. Das sind aber dann 3-Stunden-Video oder so. Ich habe jetzt schon ein bisschen was geschafft, also ich habe jetzt nur dann die Lenkung gebaut. Also die Lenkung, da ist so ein Zahnrad, da kann man drehen und es ist verbunden
so ist eine Länge und dann sind an der Seite solche Dinger, da wenn ich Zander drehe, dann drehen sich die. Also das habe ich richtig gebaut. Ich werde ja nächste Woche irgendwann weiterbauen oder fertig bauen oder weiterbauen. Fertig werde ich nicht ganz werden. Ja. Muss eigentlich alles so sein, wie es hier ist, so braun. Eigentlich. Die müssen alle noch richtig anbraten. Das ist nix, so wie die sind. Also meine Herdplatte ist schief. Diese Herde geht auch so. Der geht in diese Richtung. Aber das ganze Fett, wenn hier was draufsteht, das sammelt sich alles hier. Das ist scheiße einfach nur. Der Herd ist einfach schief. Oder schief, wie man sagt. Hessen sagt man, wenn du was sich neigt oder so, sagt man, Hessen ist es schief. Also schief. Wir sagen, das hängt oben. Also hängt runter. Zu mir hat mein Opa gesagt, geh mal in den Keller und hol mir den Zollstock. Ich wusste nicht, was es war. Hier in Bayern sagen zum Zollstock Metermaß. Das ist Metermaß in Bayern. Oder Keuter. Ein Keuter, was ist ein Keuter? Keuter heißt in Hessen eine Decke. Also Wolldecke. Ich wusste nicht, was das war. Ich habe erstmal die ganzen Begriffe lernen müssen. Hier in Hessen. Mittlerweile kenne ich mich da auch aus. Aber viele Leute sagen, wenn ich jetzt irgendwo anfange zu arbeiten oder so, dann sagen viele Leute, ja, wo kommst du denn her? Sag ich, ja, ich bin in Bayern aufgewachsen. Ja, das hört man. Also manche Leute hören aus meinem Hirn raus, dass ich in Bayern aufgewachsen bin. Ich rede ja hier oben Hochdeutsch, aber irgendwann, das hört man halt irgendwie raus. Keine Ahnung. Meine Oma kommt ja auch aus Bayern. Und mein Lebensgefährte ist ein richtiger Hesse. Wenn ich meine Oma bin und meine Oma anfange, dann spreche ich meine Oma Hochdeutsch, aber irgendwann verfallen wir in unser bayerisches, in den bayerischen Dialekt, ich und meine Oma. Und dann versteht der Lebensgefährte und meine Oma versteht dann gar nichts mehr. Der kann ja mitreden, weil er nichts versteht. Das ist so, wenn du mich hier in Bayern unterhältst. Meine Oma zum Beispiel. Ich falle irgendwann, oder was fällt irgendwann, in diesem Dialekt normal. Aber ich bemühe mich schon, Hochdeutsch zu sprechen. Also wirklich. Ich bemühe mich wirklich. So ist es besser, genau. Und das hier ist ein bisschen noch roh hier drin, das ist nicht so gut. Ein bisschen dick hier. So, wie geht's mein Knödel? Ja. Der ist noch nicht weich. Kaufen wir. Hätte wahrscheinlich die Suche vorher kochen sollen, das wäre leicht schwierig gewesen.
den Blumenkohl vorher kochen sollen. Die Knödel fallen auseinander. Ja? Die fallen alle auseinander. Heißt für mich, ich mach das nicht mehr. Es war ein Versuch wert, aber es hat nicht geklappt. Müssen Sie das aufhören, die haben das Fleisch gar nicht gewürzt. Aber dann wollte er auf. Perfekt vorbereitet bin ich. Nicht. Ja. Ich habe die restlichen Dinger weggeschmissen, die restlichen Pfefferkörner. Aber das ist auch unter Lüge, weil die nicht funktioniert. Jetzt habe ich das hier. Wir machen den Pfeffer fertig. Kann ich nicht zulassen, die brauchen wir jetzt nochmal. Aber es haben nicht mit diesen Körnern, haben wir aufgeregt. Und dann haben wir es weggeschmissen, weil ja, war ja alles. Thank you.
Die Köche unter euch werden jetzt die Hände im Kopf zusammenschlagen und sagen, was macht ihr da mit dem Fleisch? Was macht ihr damit? Also, vom Kochen her jetzt. Weil ich bin kein Koch. Ich kann das einfach nicht. Wenn sie schmeckt, dann ist das mein Problem. Ich habe das Schweinefleisch schon mal so gekocht. Das ist ja schon länger her. Und habe ich dann immer paniert. Wenn du das Fleisch panierst, siehst du an der Panade, wenn es fertig ist. Hätte ich klopfen sollen. Das war auf jeder Weihnachtszeit, das hätte ich klopfen sollen. Also Plug klopfen zumindest. Egal. Was ist denn dazu passiert? Und das Fleisch trotzdem durchhalte, guck mal. Das ist nicht mehr rot. Ist durch, auf jeden Fall. Kann ich auch essen. Ist auch sehr zart. Muss ich sagen. Dann haben wir die Soße. Einen mal kochen lassen. Die sind dann nicht erst fertig wie hier. Bei dem Fleisch, für die Soße. Ja, gut so. So. Hier hin. Dann tue ich hier drauf. Weiter kochen. Was mir auffällt ist, wenn ich irgendwas koche, wie das im Ofen mache hier unten, auch auf, da fällt mir auf,
Die Herdplatten werden, also alle Herdplatten werden ein bisschen warm und werden warm, obwohl ich halt wo es nicht sein sollte. Ja, das riecht auf jeden Fall wie Schweine-Soße-Dingsbums. Ich muss jetzt nochmal den Mixer anschreiben und nochmal und dann auch den Backpapier aufschreiben. Und sauber machen noch. Ich habe für den Mixer bezahlt 33 Euro. Kostenloser Versand. Ein Händler versandt immer kostenloser Versand, immer. Weiterverkäufer immer mit Versand und Händler immer kostenloser Versand. Ja. Wenn ich mir was kaufe, kaufe ich ja nur, also wirklich nur bei Händlern. So ein Sony-Geräte oder so. Ja, egal. Bitte. So. Jetzt mal gleich. Jetzt mal den Dinger raus. Weil ich kann gleich sagen, das sind keine Knödel. So wie die aussehen, die sind voll zusammengefallen. Die ganzen Knödel, die sind voll zusammengefallen. Das sind keine Knödel mehr. So sehen die auch nicht aus, Leute. So sehen die bei weitem nicht mehr aus. Machen wir so, machen wir so. Ich muss ja jetzt die Kamera hinstellen. So, dann gehen wir wieder zurück. Hierhin. Müsste so eigentlich Kies sein, ja. Das ist das Teller, wo ich dann das andere Bauchschlüssel fertigstellen mal. Okay. So, dann gucken wir mal. Ich meine, wenn es jetzt gut schmeckt, sag ich mal, der Knödel, dann werde ich nochmal machen, einfach den Knödel essen. Aber ja, also wie gesagt, das Dip kann man nehmen mit ein bisschen, also mit Dip, Creme Fraiche und Tomaten in der Schüssel und dann vermischen. Und da ich ja Fleisch habe in Soße, werde ich das nehmen. Hol ich das Ganze aus, sind kleine Knödel mehr, sind zusammengefallen. Kann daran liegen, dass ich halt, dass man wirklich eben diese Mixer machen müsste. Damit die halt wirklich auch ganz klein sind, aber das hat heute nicht geklappt bei mir oder mit mir. So, ich werde einfach mal ein Stück probieren. Ich werde einfach mit jemandem hingehen. Ich mache das Ganze jetzt in der Art und Weise. Ich nehme uns hier so ein Ding. Ja, das sind keine Knödel, das sind irgendein Brei.
Teigfladen, irgendwas sowas. So. Dann tun wir Soße drüber. Ne? Ein bisschen. So. So. Bei dem Rest im Haarofen kommt er nochmal rein. Einfach so, dass er warm bleibt. Und den kann ich offen lassen. Ich weiß, was ich falsch gemacht habe. Ich schätze mal, es liegt an dem Mixer, dass ich halt das richtig mixen müssen. Da liegt, glaube ich, hätte ich fast geschrieben. Kann man runtergeschmissen. Stativ halt in dem Fall. Ja, das ist jetzt ein Mixer liegen, dass der kaputt gegangen ist. Also irgendwie so einmal jetzt, ich stecke ihn jetzt nochmal ein und rühre es nochmal. Nee. Nimmer. Okay, der hat irgendwie keinen Fehler, was weiß ich, keine Ahnung. Ich schicke ihn einmal zurück, hol mein Geld zurück und gut ist. So. Jetzt kommt das Gericht. So sieht das Ganze aus. Fleisch, das Ding. Ja, das mal probieren. So. Nicht so viel. So, und jetzt müsst ihr ganz stark sein, Leute. Ihr werdet jetzt meine Frisur sehen. Leider. Das T-Shirt, das sind keine Mixflecken, nur mal so. Das ist das Fischkäse in dem Fall. Und das sind meine Haare. Ich sehe schlimm aus. Guck mal, das ist schlimm. Ich muss halt echt so viel so. Hätte ich mir gehabt, aber ich bin ja. So, alles drauf. Soße, das Ding. Probieren wir mal. Ja. Ja. Der Brokkoli ist nicht ganz weich, er ist bissfest, muss ich sagen. Das Fleisch ist zart. Die Soße ist auch okay. In drei braunen Soße zu Schweinefleisch. Wenn die Soße zu braten. Viele haben gesagt, ich soll zubereiten und die Zutaten in die Liste, in die Beschreibung packen. Werde ich jetzt tun. Ich werde euch einen Link reinsetzen. In diesem Link klickt ihr drauf. Kommt ihr direkt zum Rezept. Und könnt auch alles nachlesen. Und euch da halt die Zutaten aufschreiben. Bei mir habe ich irgendwie falsch gemacht, ich weiß nicht, ob das ist richtig war. Man kann es essen auf jeden Fall. Wie es richtig geht, weiß ich nicht. Also, ich habe das jetzt ohne Bild. Ich habe es selber rausgekriegt, ich habe es dann kopiert. In Zubereitung habe das dann in Office, Open Office eingefügt. Schriftgröße 14 oder 16, was ich genommen habe. Und habe es einfach ausgedruckt. Und die Zutaten habe ich dann extra nochmal hingeschrieben. Habe ich mir gezeigt, wie ich es gemacht habe. Also. Sorry. So gemacht. Habe ich die Zutaten aufgeschrieben. Und hier ist das Rezept. Hier ist ein bisschen gelb. Ich wollte halt die Zutaten halt markieren mit einem gelben Stift. Mit einem gelben Marker. Hat er gelassen, wir haben die Zutaten drüber geschrieben. Das haben wir ja schon gemacht.
Ein Video, das haben wir ein Video. Das haben wir natürlich auch schon gemacht, ein Video, bin ich mir manchmal nicht sicher. Und das, wir haben das Lasagne gemacht und den, ich meine, die Kameleute auch. Spaghetti Carbonara darf ich nicht mehr essen wegen Nudeln, den sie mir geben. Ja, das mache ich mir als nächstes. Das ist nämlich geil. Da haben ein paar Leute geschrieben, der ist mega, der ist auch wirklich mega, der Auflauf. Ja, das war's. Mal gucken, was ich als nächstes kochen werde. Ich gucke mal, was ich so als nächstes noch kochen werde. Mal gucken, so was raus. Und dann das nächste Mal nicht vergessen. Müssen Sie immer kommentieren, teilen und mich abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.